Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Vanessa Vergin und ich bin Sportpsychologin. Das bedeutet, ich habe Psychologie nicht nur studiert, um mir selbst zu helfen, so wie meine ganzen anderen Kollegen, sondern tatsächlich darüber hinaus auch noch anderen Menschen, nämlich Sportlern. Und jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, schön und gut, und warum hat sie jetzt Rollschuhe an? Zum einen natürlich, weil es viel cooler aussieht. Zum anderen aber auch deshalb. Ich war 19 Jahre lang in der Leistungssportart Rollkunstlauf aktiv. Rollkunstlauf, wer kennt es? Mal kurze Handzeichen. Oh, okay. Ja, doch, da übersteigen Sie deutlich den deutschen Durchschnitt. Die meisten sind immer etwas irritiert, wenn ich das sage. Ist tatsächlich genau das gleiche wie Eiskunstlauf, nur ohne Eis und dafür mit Rollen. Ja, und wenn man jetzt irgendwie 6 Tage, 7 Tage die Woche, mehrere Stunden seines Lebens auf so einer Rollschuhbahn verbringt, dann hat man ein bisschen Zeit nachzudenken. Dann denkt man sich zum einen irgendwann, was zur Hölle mache ich eigentlich hier? Zum anderen denkt man sich aber auch, warum betreibe ich so einen enormen Aufwand, wenn dann auf einmal am Wettbewerb überhaupt nichts mehr funktioniert? Das war tatsächlich auch immer so ein bisschen mein Problem. Also im Training sah das gar nicht so viel anders aus als aus dem Foto hier auch. Am Wettbewerb dann leider eher so. Und da sind wir dann auch schon bei meinem Promotionsthema oder bei dem Weg, den ich in die Sportpsychologie gegangen bin. Ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Leistungseinbruch von Sportlern in Drucksituationen. Ich will jetzt aber auch hier niemanden überstrapazieren mit Roll- und Eiskunstlauf. Ja, es ist ja WM-Jahr und außerdem ist ja heute Abend auch noch Champions League. Deshalb werde ich Ihnen mein Promotionsthema heute am Beispiel Fußball erklären. Ich denke, Sie alle erinnern sich noch ziemlich gut an diese Situation hier. Deutschland, Brasilien 7:1, WM-Halbfinale 2014. Traumspiel für Deutschland, Totalkatastrophe für Brasilien. Da hat man sich natürlich gefragt, was war da eigentlich los? Es gibt ziemlich genau 2 Theorien. Die eine ist, Deutschland hat einfach überragend gut gespielt. Die andere, Brasilien hat einfach richtig schlecht gespielt. Tatsächlich konnte ich mich, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, schon immer etwas mehr mit der zweiten Version identifizieren. 4 Jahre Vorbereitungszeit, WM im eigenen Land, Halbfinale gegen Deutschland, nichts funktioniert. Geil, ich bin nicht die Einzige. Also habe ich angefangen, mich mit dem Leistungseinbruch ganzer Sportmannschaften innerhalb von solchen Spielen zu beschäftigen. Um jetzt genau zu verstehen, was da eigentlich los ist, schauen wir uns lieber erstmal die einzelne Person an. Das macht man in der Psychologie meistens so, wenn es zu kompliziert wird. Und wer schon einmal diese Sendung hier gesehen hat oder sie vielleicht sogar regelmäßig schaut, ganz genau, der hat definitiv ein Problem. Ja, sind wir mal ehrlich, man könnte seine Zeit genauso gut damit verbringen, sich im Kreis zu drehen und währenddessen mit einer Bratpfanne auf den Kopf zu schlagen. Aber tatsächlich gibt es auch was, was wir von dieser Sendung lernen können. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, das ist jetzt wahrscheinlich auch schon so 10 oder 11 Jahre her, habe ich mich gefragt, okay, was sind die Anforderungen, die ein Model erfüllen muss? Es muss irgendwie gerade auslaufen können und auf Fotos halbwegs gut aussehen. Und dann laden die da 50 Mädels ein, von denen sich 48 auf gut Deutsch fast auf die Fresse legen, bei einem Versuch über einen Laufsteg zu laufen. Da dachte ich mir, komisch, oder verdammt guter Marketing-Gag von ProSieben, ne? Einschaltquoten und so. Tatsächlich ist das aber auch ein ganz gutes Beispiel für das Phänomen Choking Under Pressure, das Sie vielleicht alle auch schon mal erlebt haben. Denken Sie mal zurück an Ihre Studienzeit oder auch vielleicht die Schulzeit und an eine Klausur oder irgendwie so eine Arbeit, die Sie geschrieben haben, wochenlange Vorbereitungszeit, Sie sitzen in der Prüfung und wissen auf einmal gar nichts mehr, können sich entweder an gar nichts erinnern oder aber die einzigen Gedanken, die Ihnen in den Kopf kommen sind, habe ich jetzt zu Hause den Toaster angelassen oder die Waschmaschine oder das Bügeleisen, das Sie vielleicht gar nicht benutzt haben. Und da sind wir dann auch ganz schnell hier. Thema Bildung und Zukunft und so. Tatsächlich geht es den Topmodels da nicht unbedingt anders. Die ein oder andere kann vielleicht tatsächlich im echten Leben ganz gut gerade auslaufen. Man vergisst aber, also die ein oder andere, ne? Nicht alle, man vergisst aber, dass auch die in einer enormen Stresssituation sind und dass auch die, so, dass da Kameras sind und dass auch die von der Jury laufen und wahrscheinlich extrem nervös sind. Das heißt, auch bei denen im Kopf passiert was, die konzentrieren sich auf einmal so extrem auf Prozesse, die sie eigentlich ganz gut können, wie gerade auslaufen, dass auf einmal nicht mehr das funktioniert. Und das ist eben genau das, was in solchen Drucksituationen passiert. Unser Kopf fängt an, uns Streiche zu spielen.
Und was man da erstmal festhalten kann, ist, dass zu viel Nachdenken nicht immer unbedingt gut ist. Dass Denken nicht so gut ist, das ist dem einen oder anderen Sportler sicherlich auch schon aufgefallen. Genau, um jetzt aber genau zu verstehen, was da zugrunde liegt, in der Psychologie nutzt man natürlich auch die Persönlichkeit. Und hier spielt eben auch das Persönlichkeitskonstrukt Handlungs- und Lageorientierung eine besondere Rolle. Ich mache es mal ganz einfach, eine handlungsorientierte Person macht einfach und die Konsequenzen ihrer Handlung sind ihr vollkommen egal. Die lageorientierte Person macht sich zumindest vorher mal irgendwelche Gedanken darüber, was denn die Konsequenzen des Handelns sein könnten. Manchmal. Wenn wir das Ganze jetzt auf den Sport übertragen, sehe das wahrscheinlich ungefähr so aus. Und jetzt kann man sehr schnell den Eindruck bekommen, dass Lageorientierung irgendwie von Vorteil ist und Handlungsorientierung von Nachteil. Tatsächlich ist das aber gerade in Drucksituationen nicht so. Ich denke, Sie alle können sich auch ziemlich gut noch an diese Situation erinnern. DFB-Pokal-Halbfinale 2015, Dortmund gegen Bayern München, Elfmeterschießen, Bayern München verschießt von 4 Elfmetern 4. Davon noch 2 mit dieser grandiosen Show-Einlage hier von Philipp Lahm und Xabi Alonso. Wurde in den Medien auch gerne so dargestellt oder eben auch so. Sie merken, ja, wir sind wieder beim Eiskunstlauf, also die Kreise schließen sich. Ganz kurz, wer ist irgendwie der Hoffnung, dass das für die Bayern heute Abend so ähnlich läuft? Ah, okay, sehr, sehr loyal, finde ich gut. Ja, also was passiert in so einer Drucksituation, wenn man sich handlungs- und lageorientierte Personen anschaut? Wir wissen, dass Lageorientierte sehr anfällig für negative Emotionen und für Misserfolg sind. Das heißt, wenn ich da hingehe und schieße und vor mir haben schon 2 verschossen, denke ich mir als lageorientierte Person, wenn du den jetzt auch noch verschießt, dann verliert deine Mannschaft. Der Handlungsorientierte schießt einfach. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sagen, wer erfolgreicher ist. Jetzt ist es so, dieses Phänomen ist bei einzelnen Personen sehr gut untersucht. Im Teamsport noch gar nicht. Und genau das habe ich in meiner Dissertation gemacht. Ich habe mir mal so 90 Hockey-Jungs geschnappt und mich nebendran gestellt bei so einem Turnier und gewartet, bis so ein Team einfach einbricht. War sehr lustig, als ich denen erzählt habe, was ich eigentlich mache, fanden die das nicht mehr so cool. Tatsächlich sind aber auch 2 dieser Mannschaften eingebrochen und mein Ziel war zu zeigen oder erstmal zu schauen, kann man so einen Teameinbruch aufzeichnen? Und gibt es auch Unterschiede hier zwischen handlungs- und lageorientierten Personen? Um diesen Teameinbruch aufzuzeichnen, haben wir die Spieler mit GPS-Sendern ausgestattet, um ihre Laufleistung zu ermitteln. Dieses GPS-System ist sehr charmant in so eine Art Sport-BH eingenäht. Das sah dann ungefähr so aus. Kein Scherz, mit dem System haben wir wirklich gemessen. Sie können sich vorstellen, dass die erstmal nicht so begeistert waren. Sie haben tatsächlich aber trotzdem teilgenommen und wir konnten sehen, wir haben verglichen eine Situation, in der die gleichen Mannschaften ein Spiel verloren haben, mit Situationen, wo sie dieses Spiel auch verloren haben, sie aber zudem einen Teameinbruch erlebt haben. Und hier unterscheiden sich Handlungs- und Lageorientierte ganz deutlich. Die Handlungsorientierten laufen eigentlich in beiden Spielsituationen ungefähr gleich. Also die sind im verlorenen Spiel genauso wie im Teameinbruch. Die Lageorientierten laufen im verlorenen Spiel auch noch und im Teameinbruch bleiben die stehen, fallen tot um. Wir wissen auch nicht so genau, was mit denen passiert, aber irgendwas funktioniert nicht mehr. Wir konnten auch zeigen, dass das Ganze stark mit negativen Emotionen zusammenhängt und dass Lageorientierte eben dadurch, dass sie anfälliger für diese negativen Emotionen sind, auch in ihrer Leistung in solchen Spielsituationen gehemmt sind. Ja, was lernen wir daraus? Zum einen natürlich, wer denken kann oder wer nicht denken kann, ist klar im Vorteil. Wer denken kann, ist manchmal leider ein bisschen im Nachteil. So kann ich Sie aber jetzt natürlich nicht nach Hause gehen lassen. Falls Sie jetzt irgendwie festgestellt haben, ich bin doch eher so die lageorientierte Person, dann kann ich Sie beruhigen. Es gibt noch Hoffnung, denn auch Handlungsorientierte sind nicht automatisch gute Sportler. Vielen Dank. Du bist verheddert!
darf ich? Halt, halt!